Freitagabend, 7:15. Hier sind die Nachrichten bei RTL. Orgie der Gewalt. Die Polizei ist sich sicher, dass es bei den Straßenschlachten in Hamburg ohne ihren Einsatz Tote gegeben hätte. Spurensuche in Amstetten. Jetzt erzählen die ersten Mieter von mysteriösen Vorgängen im Haus von Josef Fritzl. Und im Sport geknickter Titan. Ausgerechnet mit einem bitteren Debakel verabschiedet sich Oliver Kahn in St. Petersburg von der internationalen Fußballbühne. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell Sport, der Sendung mit Ulrike von der Gröben. Guten Abend. Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben heute, am Tag nach den schwersten Ausschreitungen in der Hansestadt seit Jahren, eine schockierende Bilanz gezogen. Ohne die Polizei hätte es vergangene Nacht Tote gegeben, heißt es. Bis in die frühen Morgenstunden lieferten sich extrem gewaltbereite rechte und linke Demonstranten Straßenschlachten. 30 Polizisten und eine unbekannte Zahl von Randalierern wurden verletzt. Auch in Berlin kam es vergangene Nacht zu Zusammenstößen. Susanne Ungrad fasst zusammen. So eine massive Gewalt hat uns überrascht, räumt die Hamburger Polizei ein. Flaschen, Molotow-Cocktails und Pflastersteine fliegen 9 Stunden fast ununterbrochen lang. Nur noch mit Wasserwerfern kann die 2500 Mann starke Polizei zeitweise gegen Randalierer vorgehen. Rechte wie linke Gruppen zerstören wahllos. Dutzende Autos werden in Brand gesteckt. Zu Hunderten prügeln Rechts- und Linksextremisten aufeinander ein. Zu diesem Zeitpunkt, als die ersten ganz massiven körperlichen Auseinandersetzungen dort stattfanden, kam dann auch die Polizei und musste sich ja fast zwangsläufig dazwischen schmeißen, hat sie auch getan. Und meine Prognose ist, wenn wir das nicht getan hätten, da wären wirklich Tote zurückgeblieben. Diese schwersten Krawalle seit Jahren in der Hansestadt sind begünstigt, so die Innenbehörde, durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes. Wenn rechts läuft und links demonstrieren will, dann muss dazwischen ein großer Puffer. Die dürfen nicht zueinander kommen. Und hier gab es ja in dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes die Auflage, die Gruppen doch näher aneinander, zeitlich aneinander herankommen zu lassen, zeitlich und streckenmäßig. Das hat uns große Probleme bereitet. Und die großen Probleme gehen die ganze Nacht. 30 Beamte werden verletzt, Verletzte gibt es auch auf der Gegenseite. 250 Randalierer werden festgenommen. Auch in Berlin-Kreuzberg greifen die Beamten über 130 Mal zu. Dennoch fallen die Krawalle in Berlin nicht so stark aus wie sonst. Ein Großteil der vor allem gewalttätigen Autonomszene zieht es nach Hamburg. Sicherlich sind die 150 Leute, die dort rübergefahren sind, ein Kaliber, das uns höchstwahrscheinlich bei der zweiten revolutionären Mai-Demonstration auch in den ersten Reihen begegnet wäre, wie gestern die übrig gebliebenen. Dennoch muss der Berliner Polizeipräsident nach massiven Angriffen in Sicherheit gebracht werden. Sein Polizeiwagen wird scharf attackiert. Unter den Randalierern und Festgenommenen, so die Polizei, sind überwiegend junge Leute. Einfach nur mit Spaß am Zerstören. Vermeintliche Mutproben, denn die anderen schauen zu. Die Beliebtheit von SPD-Chef Kurt Beck hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach jetzt veröffentlichten Meinungsumfragen ist nur noch knapp jeder vierte Deutsche mit Becks Arbeit zufrieden. Der Wert sank auf genau 23%. Anfang des Jahres lag er noch etwa doppelt so hoch. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sind 68% zufrieden.